Schönen guten Abend an alle Zuschauer da draußen, die so blöde waren einzuschalten. Hier gibt es nichts Ordentliches zu sehen. Ich habe mir nämlich einfach gedacht, komm, wir machen hier mal so ein bisschen... Wir bleiben einfach jetzt den ganzen Tag hier auf dem Sofa sitzen und überhaupt... Zum Mitspielen habe ich sowieso keine Leute, die es jetzt hier irgendwie wert wären, genannt zu werden oder sowas. Also können wir auch gemütlich hier sitzen bleiben. Kleiner Lappenpeter, Alter. Ja, sich auch so. Ich hatte eigentlich gedacht, dass der Crazy sich zuerst beschwert. Na gut, Lester ruft mich nicht an. Der Crazy und der Shay wieder mit dabei. Dream Team vereint, wie immer. Und heute haben wir was ganz Besonderes vor. Dafür brauche ich den Crazy in meiner Nähe. Ja, stimmt. Der spielt nämlich heute mal hier meinen Berater, Shay. Weil dem Shay, den traue ich nicht. Warum denn? Na, wenn es um Finanzen geht, da traue ich dir halt nicht. Ja, wegen Hinterziehung. Bist du bei deinem Haus? Du bist bei deinem Haus, oder? Ich bin bei meinem Haus, ja. Lord Olli ist auch bei mir und den, sein Auto ist total hinüber. Ich kann mir schon herstellen, wer daran Schuld trägt. Anhalten, Sorry, ich wollte dich nicht umfahren. Ich wollte eigentlich... Mann! Oh, Lord Olli, Pussy. Wer fährt denn hier? Moment, ja. Was brauchst du? Du machst mir Angst, komm nicht so nah. Ich hol mir jetzt erstmal mein... Niemand darf hier den Lord sehen. Aua! Das gibt's hier. Wir wollten zusammen bleiben, Lord Oliver, verpiss dich aus der Karte. Wo ist Lord? Gut, ich hab dich gewarnt, Peter. Wieso? Du hast mich geschlagen, das war überhaupt nicht hier, ne? Es war Notwehr, haben alle gesehen, Lord Olli ist mein Zeuge. Lord Olli, das ist ein Dreck. Was habt ihr denn gegen Lord Olli? Lass dir in Ruhe. Der ist manchmal... Yes, also selten, aber ab und zu ist er mal nett. Nicht auf mich feuern. Mein schönes Auto, du hässliches. Mein schönes, schnelles Auto. Gut, Shay, ich vertraue dir jetzt doch wieder mehr. Oh, cool. Lass den raus. Lass den aus dem Auto. Als ob ich ein Gegenstand wäre, steht da eiskalt, dass du mich zerstört hättest. Und ich bin wieder sonst wo gespawnt. Oh, herzlichen Glückwunsch. Oh, wir haben hier das coole Auto mit dem Lot-Symbol drauf. Das Auto ist ja fett, das nehme ich jetzt. Let's just, wirkst du so? Ich komm mit. Ich habe einen Stern. Hat der Typ eigentlich was geschrieben? Rufst du bitte Lester an? Rufst du Lester bitte an? Hallo Lord Olli, hast du Crazy irgendwo gesehen? Den würde ich gerne abholen. Nein, ich habe einen Bullen angefahren. Was soll's? Crazy, du musst mit mich mitkommen. Ja, wo bist du denn? Hier in den Dubster. In dem geklauten Auto. Ach hier, Leute, ich habe dich gar nicht gesehen. Ich steig hinten auf. Ich bin Achtelpole. Müsstest du eigentlich wissen, dass ich in dem geklauten Auto fahre? Alter, wie groß wäre das Auto dann, wenn das nur... Also, ob ich jetzt zwei Sterne habe, kann die mal einer wegtupen? Ja, ich rufe Lester. Okay. Shay, das ist genau das, was ich meinte. Ich habe 200 Lieder im Soundtrack, ne? Und jetzt kommt instant als zweites Lied schon ein Lied, das jedes Mal kommt, wenn wir aufnehmen. Das ist so ein Zufall und wieder eins von den coolen. Ich verstehe das nicht. Also, willst du es auch nicht rausnehmen? Nee, weil das Lied richtig cool ist. Es sind zwei, drei Lieder, die sind richtig genial und die kommen ständig und dauernd. Ach, hier fährt doch der Schlingel hinter mir, der uns das Auto gebombt hat. Genau. So, die Bullen sind weg. Gut, dann fahre ich jetzt mal hier links ran, denn heute, Freunde, kaufen wir uns eine wunderschöne Firma. Dafür müssen wir erstmal ins Internet. Gute Firmen, die kauft man immer übers Internet. Ja. Hier. Hier. So, jetzt muss ich mich erstmal zurechtfinden. Das sieht mir ganz schön teuer aus. 3 Millionen ist auch ganz schön viel. Ich glaube, das 750er ist das billigste, ne? Rakete im Anflug, Vorsicht. Schön, dass keiner mit mir redet. Das ist ein Spieler. Meinst, das für 750.000. Das ist gerade im Angebot. Das kostet sonst eine Million. Der Typ. Das haben wir wieder Sterne. Hier Alter, da. Sag mal, wollt ihr mich eigentlich? Ja, sorry, red nochmal. Wir waren im Panik. Ja, Leute, ganz ehrlich. Aua. Wieso hab ich denn jetzt Sterne? Was habt ihr denn schon wieder gemacht? Kann ich mir nicht mal eine Firma kaufen, ohne dass ihr irgendwie mal oder was? Ich ruf Lester an. Ja, zwei Stück. Irgend so ein Lappen ist hier einfach eingestiegen. Doktor, man kennt Ungeziefer mit, aber nein. Meine Güte. So, Crazy, habe ich jetzt deine Aufmerksamkeit eventuell? Ja, hast du. Ich bin auch mal jetzt im Internet. Also, es gibt da eine Firma, die kostet sonst eine Million, die ist jetzt im Angebot für 750.000. Soll ich die nehmen? Ja, na das sieht... Ja, das ist die billigste. Also wenn du... Ja, nimm die. Gut, gekauft. Aber ich denke mal, das kostet alles fett extra, ne? Oh, scheiße, kostet das fett extra. Nee, dann behalten wir alles so, wie es ist und nehmen es als Standardgebäude. Das kannst du auch noch ändern im Nachhinein. Ach so, gut. Dann haben wir uns jetzt erstmal eine schöne Firma gekauft.
Wegpunkt setzen. Da fahren wir jetzt gleich mal hin, das gucken wir uns an. Darf ich mitkommen? Dürft ihr mich abholen? Ja, kann ich euch eigentlich schon einladen? Ich denke schon, hä? Ja, oder? Kannst du. Wie machen wir das? Dann... M, dann auf diese CEO. Bleib stehen, Peter! Und dann Mitglieder suchen oder irgendwie sowas. Mitarbeiter einstellen. Ja, Mitarbeiter einstellen, genau. Du musst lernen, dir Dinge zu merken, Crazy, so. Den Crazy lade ich als erstes ein, weil der mir geholfen hat. Dann lade ich den Shay ein. Ich weiß zwar noch nicht wofür, der trinkt mir nur wieder meinen guten Alkohol weg. Und dann Lord Olli, dich lade ich ein, dich lade ich Alter, ein. Alter, geiles Auto, wie heißt du, Kroppi? Dich lade ich ein, dich lade ich ein. Ich glaube, jetzt habe ich alle soweit eingeladen. Dich habe ich nicht eingeladen. Dann sagen Peter, wo du recht hast, hast du recht. Womit? Dass ich dir über den guten Tropfen nix auf. Das für ein Auto, Alter, das sieht voll geil aus. So, ich bin euer Chef. Kriege ich jetzt eigentlich noch Geld oder kriege ich kein Geld? Jawohl, Milo. Du bekommst kein Geld. Na, fantastisch. Du brauchst noch ein Lagerhaus. Jo, darum kümmern wir uns, wenn wir uns die Firma angeguckt haben. Erstmal eins nach dem anderen. Ich muss. Steigst du jetzt mal einsteigen? Ein? Ja, irgendwie will er nicht. Wer ist, wenn du mal einsteigst hier? Also eins sage ich dir, das Büro neben mir kriegt jetzt der Shay. Cool. Ich halte jetzt wenigstens in der Lage Innenstadt einzusteigen. Also. Echt, Mann? Ich hab meins mitten in der Innenstadt. Damit bin ich zufrieden. Die NPCs, die fahren irgendwie immer genau dahin, wo ich, ne? Ja, die haben ihre eigene, ja, Fahrphysik. Du machst mir Angst, Peter. Ja, Entschuldigung. Ich war gerade im Fahrmodus. Ja. Muss ja auch mal erlaubt sein. Im, am Auto, wo auch immer. Ja, okay. Da ist eine Burg auf der Karte, da gehe ich jetzt hin. Ja, King of the... Nee, hier, König des Schlosses. Aber als ob es hier ein Schloss gibt. So, Freunde, so sieht's von außen aus. Unsere... Du miese kleine Qualle. Moment. Ich kümmere mich drum. Was ist passiert? Wow. Was passiert? Mach die Sau platt. Als ob meine Assistentin mich jetzt schon anruft. Sicherheitsbeauftragter Shay meldet sich zu Dienst. So, Beweismittel verschwinden lassen, wir sollten hier weg. Was ist passiert? Nichts angezeigt. Geht mal von dem Auto weg. Ich sage ja ein bisschen. So, gut, die Frau will, dass ich vorbeikomme, die kann nicht abwarten, bis ich da bin. Habe ich hier auch eine Garage, wo ich das gerade zwischenparken kann? Ja, da hinten. Geh mir aus dem Weg, du Weißschlingel. So, wie wär's, wenn ich ein Auto einfach zerstört, Peter? Das ist nicht meins. Ach so. Geparkt. So. Und jetzt schauen wir uns das Ganze doch mal von innen an. Einen Moment. Hast du eigentlich schon alle eingeladen, die du einladen wolltest? Ich habe eigentlich alle aus der Sitzung eingeladen. Wer nicht beigetreten ist, ist selber schuld. Okay. Matzbank. King im Schloss. King. Tag. Oh nee, ich bin Depp. Ich habe vergessen, meinen Firmennamen zu machen. Kann ich das nachträglich noch? Ich hoffe mal. Ja, denk, ja. Ja. Wer sniped? Oh, Cops. Schick. Ach so. Peter, kannst du uns irgendwie freundlicherweise einladen? Kannst ja, du mal ruhig sein, ich will die Alte reden lassen. Als ob du auch eine Frau hast. Ich habe überhaupt nichts weiter eingestellt. Ich bin direkt auf Kaufen gegangen. Ja. Sorry. Außerdem habe ich nichts gegen Frauen im Gegensatz zu dir. Ja, crazy sind mir viel lieber. Hat du das Thema nicht schon mal? Ja, das ist so. Bist viel fürsorglicher. Aha. Hab ich selber Angst. Von dem, was ich gesagt habe. Die Frau ist am Telefon. Ich habe nichts anderes erwartet. Typisch Frau. So. Bitte jetzt einladen. Wir haben hier Probleme. Ja, ich habe ganz größere Probleme. Meine Organisation heißt nämlich Organisation. Ja, ist doch ein guter Anfangsname. So, wie kann ich euch jetzt hier reinladen? Ich stell mich in die Schussbahn. M eventuell? M, ja. Ins Büro einladen. Dann nehme ich zuerst den Lord Olli, dann den Wormley, dann den Chrysis, dann den Copy, dann den Federal. Und alle anderen brauchen jetzt, glaube ich, nicht hier rein, denke ich. Ach, hier Peter. Unten haben wir noch Dextexe, Schakal Nudeldudel. So. Der ist doch neu. Sind alle irgendwie neu hier gerade. Das Auto meine ich jetzt. Achso. Ich weiß auch nicht, woher die das haben. Ist das ein gemoddetes oder was? Nein, das ist der Hugo Death. Den kann man sich jetzt kaufen für 650.000.
Ich kauf mir den. So, wie einfach meine Firma hier vollgeranzt ist mit Leuten, die komisch aussehen. Hey, deckt Luther. Verwaltung, wähle die Kleidung deiner Mitarbeiter oder entlasse Mitarbeiter, bababa. Ich will mich hinsetzen jetzt. Wo kann ich denn jetzt den blöden Namen ändern? Ich glaube, das hast du verkackt. Achso, geh mal nochmal auf die Seite. Auf geh die, wo du das gekauft hast. Auf die Seite, wo du das gekauft hast. Seite betrayed. Dann gehst du auf dein... renovieren hier, eventuell. Auf dein ja, genau, renovieren. Ich setz mich schon mal hier an den Dingenstisch. Das war nicht ich auch. Gott, Olli, verpiss dich. Boah, Alter. Ja, geht doch. Nö. Nee, jetzt ist der. Komm. Schlecht, ich nehme eine Beeilung. Hier, setz dich neben mich. Ja. Geh weg mit Olli. Auch nur eingeladen. Weil du Beweise gegen diese Firma hast. Als ob es hier kein knackiges Rot gibt. Dann bleib ich halt bei Schwarz, so. Als ob ich für den Namen 325.000 blechen muss! Ja, also, die Firma ist teuer. Dann bleibt die erstmal, wie sie ist, bis ich eine Garage hab, so. Organisation, Alter. Voll verkackt. Also gut, schauen wir uns doch mal um, was ist hinter dieser Tür. Hör auf, mich zu schubsen, sonst hau ich dich in den Dreck und dann lasse ich dich an meinen Achseln riechen. Die habe ich seit Tagen nicht gewaschen. Nein. Boah, ich glaube, ich muss mich erstmal auf den Chefsessel hier setzen. Ich mein halbes Team ist schon da. Wir müssen jetzt holt er erstmal ganz elegant seinen Revolver raus, um uns Angst zu machen. Mhm. Ich bin zu blöd, Angst. Mich hier hinzusetzen, glaubt ihr das? Ah, jetzt. Reden Sie. Ja, glaube ich gerne. Yes. Also, Freunde, zunächst einmal reden wir über euer Gehalt. Ich wäre mit 10.000 zufrieden pro Stunde. Ist das realistisch? Okay, da zahlt aber ein anderer, das zahlen nicht wir, so. Ja. Passt auf, Leute. So, Folgende. Moment mal hier. Als ob der einfach abhaut. Wir sind hier mitten im Firmenmeeting, du Wichser. Weißt du, 10 Urlaubstage weniger hast du davon. 10 Urlaubstage weniger, nee, da lass ich nicht mit mir verhandeln. Setz dich gefälligst wieder hin, wir haben hier ernste Sachen zu bereden. Ganz Wichtiges. Ich will Setz dich hin. So, also als erstes schon mal hier der Shay, der kümmert sich darum, die anderen Firmen auszuspionieren. Das kann der nämlich gut. Ja, das ist so. Und dann zum Aufbau unserer Firma. Also erstmal ganz wichtig, wir brauchen eine Garage, dann schaffen wir Geld ran. Und wenn wir genug Geld haben, dann kümmern wir uns darum, dass unsere Firma erstmal einen ordentlichen Namen kriegt, weil das habe ich verkackt. Daran schuld ist der Crazy Gamer, er hat es mir nicht gesagt. So. Ey. Ja, ist halt so. Warum habt ihr eigentlich Gasmasken und sowas auf? Wer rennt da hinten rum? Wo? Bitte hinsetzen. Schakal-Dingens-Bogens hier, was soll das? Hör mal. Okay, Crazy. Ich brauche eine Garage, sagst du. Erzähl mir mal mehr zu dem Thema. Ja, gut, also jetzt kommt es natürlich darauf an, was du machen willst. Entweder dieses Import-Export mit Autos oder hier mit diesen Spezialwaren und so. Kannst du gut Autos machen? Was bringt am meisten Kohle? Oh, sofort. Das kommt, glaube ich, eher auf die Größe von deinem Lagerhaus an. Aha. Aber die größeren kosten halt auch mehr. Mhm. Habe ich dir ja schon mal gesagt, wenn du halt ein kleineres hast, kannst du halt öfter verkaufen. Das wäre für dich vielleicht am Anfang auch noch gut. Okay, da ist jetzt die Frage, woher kriege ich eine Garage? Kann ich aufs Handy hier zugreifen? Den muss ich ernsthaft aufsteigen? Nein, da musst du hinten an deinem PC. Dein, genau. Habe ich dich gefragt, Shay, geh in die Ecke und heul. So. Okay. Warte, ich bin ja dein Personenschutz. Ich bin dein Personenschutz. Ja, wir beide. Ja. Ja, einfach. Damit geht's. Oh, halt, stopp, Zwischenstopp. Ganz wichtig. Den guten Gin, lass den in Ruhe, Peter. Als ob ich den saufen würde, ich will den Whisky. Achso. Bitte nicht so nah an den Lord heran. Ja, Abstand halten, besonders Sie und Olli, Sie haben eine 10 Meter Sperre. Los. So, dann wollen wir doch mal hier an meinen kleinen Computer. So. Hier, jetzt brauchen wir neue Stühle. Also. Enter zum Benutzen. Ich enter meinen Computer, ich bin ein richtiger Pirat. Ah, ich hab den Passwort gesehen. Ah, da fand jetzt ein Foto. Okay, wir haben hier Spezialfracht und wir haben Fahrzeughandel. Ja.
Jay macht dieselbe Aktion wie ich und zieh dir einen Anzug an. Crazy. Okay. Jo, was? Spezialfrachtfahrzeughandel. Na, Spezialfracht ist halt das mit den Kisten. Kisten. Und diesen. So. Oh, was geht denn jetzt ab? Genau. Hier sind überall rote Dreiecke. Ja, das ist das Toblerone, kann man die essen? Da kannst du jetzt mal durchgehen und gucken, welches halt billig und klein ist und so. Aha, 1,5 Millionen ist nicht billig, oder? Naja. 400.000. 497. 188.000, das klingt doch gut. 196.000. Schäle ich doch mal an die andere Seite. 440.000 für eine mittlere. Wenn das für die Firmenspionage fahren. Wie wär's, wenn ich die mittlere für 440.000 nehme? Ich werde damit einverstanden. Ja. Ich guck mal, ob es da noch was Billigeres gibt. Ja, da wie viele Kisten da reinkommen. Die Leute, wir mittlerweile in der Sitzung hier sind. Ich glaub, 42, 42, die gehören nicht alles. 440, 474. 485, 180, 451. Nee, das hier ist das billigste mittlere, dann nehme ich das. Sind Sie sicher, dass Sie dieses Lagerhaus kaufen möchten? Bestimmt. Nö. Sie haben das Lagerhaus Kessler gekauft und wisst ihr was? Ich habe sogar noch genug Geld, um meine Firma umzubenennen. Als ob wir Frieden machen, wir haben noch eine Rechnung offen. So, da habe ich jetzt schon mal ein Lagerhaus gekauft. Wie geht's jetzt weiter, Schatz? Bitte nicht den Lord anstupsen. Ich meine, Kisten kaufen. Ah, hier! Eine Kiste Tiermaterial, zwei Kisten Tiermaterial. Kauft drei Kisten. Oh mein Gott, wie viele Leute sind in dieser Sitzung? Ja, ja, habe ich auch gesehen. Ist jetzt Peter, die Frage, wie viele sind wir denn in unserer Firma aktuell? Lade mal alle aus deiner Crew ein. Hör zu. Es sind noch zu wenig. Ich glaube, einen kannst du einladen. Bitte Abstand vom Lord halten. Moment, das mit den Kisten machen wir gleich. Ich benenne erstmal meine Firma jetzt um so. Dann weg können wir nämlich in der nächsten Folge dann auch richtig anfangen, hier die Kisten zu holen. Lass mich mal auf. Lass mich mal. Danke. So, Abstand Freunde. Vom Lord. Abstand halten. Ach ja, hier bin ich falsch. Aufs Handy muss ich, genau. Deshalb bin ich doch überhaupt aufgestanden, weil im Sitzen kann ich nicht mit meinem Handy umgehen. Da bin ich zu blöd für. So, renovieren. Na, meh. Das klingt sogar besser so. Zack. Oh, Lord Olli, geh da jetzt weg, Alter. Sonst killen wir dich. Geh bis weg. Du leftest. Oder in den Passivmodus gehst. Ah, das geht ja nicht mehr. Okay, Peter, bevor du Frachten kaufst. Achso, ja. Oder tut mir leid. So? Steht der Name schon draußen dran, wenn ich es noch nicht gekauft habe? Das steht über den Empfangbereich von deiner Sekretärin. Guck ja, mal, steht da ja jetzt ein neuer Name oder noch nicht? Ich schau nach. Nein! Wir lassen das jetzt so gut ist. Zack. Vielleicht müssen wir nochmal neu laden oder so. Ich hab's ja noch nicht gekauft. Ich dachte, man kann vielleicht vorher gucken, wie es aussieht. Ach so. Aber ich hab's jetzt einfach gekauft. So. Ich brauche mehr Leute für den Personenschutz. Imperium. Ja. GOJH. Gemeinschaft ohne jegliche Haftung. Aha. Okay. Das heißt, wir können tun und lassen, was wir wollen. Wir werden nicht eingeknastet. Ich bin Schlaufuchs, ne? Bitte vom Lord Abstand halten. Alle. Ich bin crazy, alle wegschubst. Geht weg vom Lord, ja? Ah, oh, was ist denn das hier eigentlich für ein Ausblick? Ich habe noch gar nicht rausgeguckt. Ist doch eigentlich auch ganz schön hier. Abstand, bitte. Schick mal den Verwurmten weg, der macht mir Angst. Ich glaube, ich müsste hier drin die Erlaubnis bekommen, Waffen zu nutzen. Als ob du Personenschutz darfst, erst wenn du Level 40 bist. Nein, und außerdem du schon gar nicht. Ich muss mich erstmal, ich bin zu blöd, mich hier umzugucken. Gibt's hier noch Nebenräume irgendwo? Das ist der Wohnbereich, den musst du dazu kaufen. Als ob ich den jetzt dazu kaufen würde. Hallo, Alte. Also mit anderen Worten habe ich jetzt erstmal nichts weiter zu gucken als das, was wir hier schon sehen, ja? Ja. Ja. Du kannst also überall den Waffenschrank holen und da deine überflüssigen Waffen einlagern. Das könnte ich natürlich irgendwann mal machen, aber wir müssen ja erstmal ein bisschen Kohle ranschaffen und so. Deshalb würde ich sagen, kann ich mich hier hinsetzen? Kann ich.
Ich setz mich jetzt erstmal voll stylig. Boah, mit meinem Anzug bin ich voll getarnt. Wenn ich mich auf das Sofa setze, sieht mich keiner mehr. Moment, Moment, Moment. Du brauchst deinen Sicherheitschef-Dingens-Typ. Der Kerl, der zu viel Geld kriegt fürs Nix-Tun? Laut Olli nicht hinsetzen, sonst brauchen wir neue Möbel. Das macht der schon aus Prinzip jetzt. Toll, jetzt brauchen wir neue Möbel, Alter. Jetzt brauchen wir neue Möbel, ist so. Neue Bodenplatte. Gut, Leute, also, die Firma ist schon einmal gegründet. Wir stehen in den Startlöchern und beim nächsten Mal werden wir uns darum kümmern, dass die Firma auch ein bisschen Geld abwirft. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Tschüss.